In diesem Video präsentiere ich euch eine großzügige Küchenplanung mit einer außergewöhnlichen Deckenhöhe und mit individuellen Detaillösungen. Und bei diesem Video, wie immer, viel Spaß! Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Auch in diesem Video präsentiere ich euch wieder eine gute Küche aus unserem Hause. Aktuell befinden wir uns hier in einem Altbau zwischen Erfurt und Jena, wo wir dieses Projekt umgesetzt haben. Und ja, eingangs habt ihr es ja schon im Intro gehört, wir haben hier eine außergewöhnliche Raumhöhe, die uns vor die ein oder andere Herausforderung gestellt hat. Und zwar haben wir hier rund 3,35 Meter Deckenhöhe. Was haben wir hier für eine Küche geplant? Wir haben hier eine Ballerina-Küche geplant mit einer Smart-Glass-Front in zwei unterschiedlichen Dekoren. Wir haben einmal in den Unterschränken hier in diesem Bereich der Küche die Champagner Metallic. Und in der Hochschrankanlage und auch auf der Spülstrecke haben wir die Smart Glass satiniert Creme. Das Ganze haben wir abgerundet mit einer 16 mm starken Arbeitsplatte in Ferro Schwarzgold. Die Dekore selbst haben wir bereits zu Beginn der Planungsphase definiert und festgelegt. Aber im Laufe der Bauphase hat sich herausgestellt, dass diese Wahl nochmal überdacht werden sollte. Und das haben wir dann im letzten Aufmaßtermin, wo das Feinmaß genommen wurde, nochmal hier vor Ort neu abgestimmt auf den tatsächlichen Fußboden, auf die neuen Fenster und natürlich auf die fertige Raumgestaltung. Wenn ihr übrigens auf der Suche seid nach Inspiration für eure Küchenplanung, dann empfehle ich euch, unseren Kanal zu abonnieren und wenn euch das Video gefällt, am Ende natürlich auch einen Daumen nach oben zu geben. Aufgrund der großzügigen Raumgestaltung haben wir uns entschieden, wie zwei Küchen zu planen. Das heißt, wir haben auf der rechten Seite das ganze Thema Kochen, Vorbereitung, Zubereitung und auf der von mir linken Seite haben wir die Spülstrecke und die Bevorratung. Ja, wenn wir hier in die rechte Seite reingehen, sehen wir eine Halbinsel, die quasi die Verbindung zum Wohn-Essbereich bildet. Und wir haben auf der Rückseite zwei Auszugsschränke in der Tiefe, Korpustiefe 45,5 cm. Hier dann natürlich das Geschirr, dass wir kurze Wege haben zum großzügigen Esstisch, weil auch hier ist in der Räumlichkeit alles etwas größer. Die Kücheninsel selber hat eine Tiefe von 1,06 Meter. Das Ganze grifflos ausgeführt, die obere Kehlleiste beleuchtet und im inneren Bereich, wo das Kochfeld sitzt, haben wir zwei 90 cm breite Auszugsschränke, dann mittig platziert das Kochfeld 80 cm breit mit insgesamt 5 Kochzonen und darüber die Falmec Loop als Dunstabzugshaube und Designelement, welches hier den Raum auch nochmal ein Stück weit aufbricht und die Küche nochmal an der Stelle abrundet. Warum haben wir uns jetzt entschieden, das Kochfeld mittig über die beiden 90er Auszugsschränke zu setzen? Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben wir die Möglichkeit, hier jetzt wirklich mit großen Auszugsschränken zu arbeiten. Und zum anderen haben wir links und rechts vom Kochfeld ausreichend Fläche, um diverse Dinge abzustellen, beziehungsweise auch das eine oder andere nochmal für Topf oder Pfanne vorzubereiten.
Und welche Größen für Kücheninseln wichtig sind, da empfehle ich euch über unsere Infokarte die Playlist zum Thema Kücheninseln. Aufgrund des großzügigen Platz- und Stauraumangebotes haben wir uns gegen Eckschränke entschieden und dafür die schönen großen Auszugsschränke geplant. Wie gesagt, hier die Halbinsel mit 2x90 cm. Der Mittelteil hat einen Auszugsschrank 1,20 Meter breit und wird gefolgt von einem Auszugsschrank 60 cm breit. Das Ganze mit der Linienführung umlaufend doppelte Kehlleiste. Und wir hatten ja im Intro schon angesprochen, dass wir hier in dieser Küche diverse Detaillösungen haben. Und wenn wir einfach mal 2 Etagen tiefer gehen, werden wir sehen, dass sich im Sockelbereich hier noch die Garage für den Saugroboter befindet. Den hinteren Teil der Hochschrankanlage haben wir hier mit einem Nischenelement geplant, um halt auch den wohnlichen Charakter darzustellen. Das Ganze indirekt beleuchtet. Holzton ist von Ballerina Küchen die Kastelleiche. Das Nischenelement in Kastelleiche haben wir dann in der Hochschrankanlage auf der Spülenseite nochmal kopiert, damit wir wieder eine einheitliche Optik haben. Und apropos einheitliche Optik, die beiden Hochschränke sind schon jetzt hier mit dem Dekorwechsel. Wir haben hier die Smart Glass Creme satiniert und wir haben hier 2 Backöfen. Einmal einen ganz klassischen Backofen, Serie 8 von Bosch, und einen Serie 8 Dampfbackofen, auch von Bosch. Aufgrund der Raumhöhe haben wir uns entschieden, die Korpushöhe der Unterschränke, die 78 cm beträgt, nochmal auf die Hochschränke oben aufzusetzen. Und somit erzeugen wir hier eine wohnliche Planung und vermeiden, dass unsere Möbel, die ja doch großzügig sind, auch ohne die Aufsatzschränke, aussehen wie eine Puppenstube. In der Hochschrankanlage mit dem integrierten Spülenbereich haben wir darauf geachtet, dass wir hier mit einer einheitlichen Frontaufteilung arbeiten. Demzufolge haben wir im Unterschrankbereich 60 cm breite Fronten. Hinter den beiden äußeren Fronten verstecken sich jeweils Innenauszüge. Also wir haben hier klassisch Drehtüren. Wie gesagt, die Innenauszüge in den Schubkästen. Hier neben dem Spülenschrank haben wir das Abfallsystem mit Frontauszug mit extra großen Behältern und auch innen drin nochmal mit der entsprechenden Ablage, einen klassischen Spülenschrank, eine große Edelstahlspüle, ein großes Becken mit einer kleinen Ablage und wie schon erwähnt, haben wir hier wieder das Nischenelement. Allerdings hier aufgrund auch der Größe und des Stauraumgedankens haben wir hier keine Borde, sondern wir haben hier nochmal Hängeschränke zurückgesetzt mit der integrierten Beleuchtung. Das Ganze auch wieder in der Kastelleiche. Und da diese Wand keinen rechten Winkel hat, sondern einen offenen, einen stumpfen Winkel, haben wir hier am Ende dann auch ein selbst kreiertes Regal, um das Ganze auch bündig abzuschließen. Und neben der Flachstrecke folgt der hochgebaute, ergonomisch sinnvolle Geschirrspüler, der auch wieder aus dem Hause von Bosch. Und neben dem hochgebauten Geschirrspüler dann das große Kühlgerät. Wir haben hier eine Gerätenische von 1,78 Meter mit 3 Null-Grad-Fächern und dem großen Kühlteil. Das Ganze wunderbar mit LED-Licht ausgeleuchtet und hier insbesondere dann die grifflose Variante verlassen mit einem großen stabilen Relinggriff aus dem einfachen Grund. Wir haben hier kleine Kinder im Haus und auch die sollen und dürfen in den Kühlschrank, dürfen sich da gewisse Dinge herausholen, damit die gut die Tür öffnen können, hier mit dem Relinggriff. Und dieses Design haben wir dann auch übernommen, ihr habt es im Intro schon gesehen, für die Durchgangstür in die Speisekammer. Und in der Speisekammer hat dann auch der große Gefrierschrank als Standalone-Gerät seinen Platz gefunden. Die komplette Hochschrankanlage mit der Speisekammer wurde aus Trockenbau realisiert und die Maße haben wir dann anhand unserer Planung und der vorhandenen Maße hier vor Ort mit
dem Bauherrn in der Bauphase dann permanent abgestimmt und das Endergebnis kann sich ja hier wirklich sehen lassen. Da wir für unsere Kunden immer individuelle Lösungen suchen und auch finden, empfehle ich euch für weitere Kücheninspirationen unsere Playlist zu unseren Küchenprojekten. Unseren Kanal könnt ihr abonnieren über das Gutzmann Küchenlogo, das ist kostenfrei. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.